Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Blazing Beaks. Eigentlich sollte ja die letzte Folge sein, aber es haben leider zu viele Leute geschrieben, dass sie doch gerne nochmal eine Challenge sehen wollen in diesem Spiel. Also machen wir heute eine Challenge und ich habe mir auch schon eine ausgesucht, die sind alle einfach viel zu schwer und deswegen nehme ich einfach nur hier, bester Freund Sensenmann. Die Berührung eines Gegners führt zum sofortigen Tod. Das klingt zumindest noch machbar, deswegen werden wir das Spiel mit meinem Lieblingscharakter, dem Pinguin. In dieser Challenge kann man halt normal auch die Artefakte und sowas einsammeln und auch wieder ausgeben und sowas und das klang als einziges machbar von den Challenges. Heißt aber, wir dürfen jetzt nicht gegen irgendwas gegenlaufen. Ich hoffe, das sollte passen. Beim zweiten Boss wird das vielleicht ein bisschen assig. Also das heißt, wir werden nicht mit dem ersten Hit sterben, den wir hier bekommen, sondern einfach nur, wenn wir gegen Gegner gegenlaufen. Diese Zits sind natürlich blöd. Aber ansonsten, die können auch schon beim ersten Boss richtig blöd sein, merke ich gerade. Aber ansonsten habe ich eigentlich nur am meisten Angst vor dem zweiten und dem letzten Boss, aber da komme ich wahrscheinlich sowieso nicht hin, also ist alles in Ordnung. Und der Rest sollte eigentlich easy peasy sein. Klar, wir haben jetzt den Pinguin, der ab und zu mal Gegner verdoppelt und zwar so gut wie jeden, meiner Meinung nach. Aber das ist ja nicht so schlecht, habe ich schon alles mal irgendwann erwähnt. Okay, er hat irgendwie wirklich alle Gegner in diesem Raum verdoppelt. Kann das sein? Egal. Auf jeden Fall ist er trotzdem der beste Champ. Ist der süßeste, obwohl ich wegen... Wie hieß denn dieses eine Spiel, wo die ganze Zeit gesungen haben? Das war auch so ein Rhythmusspiel. Da war Pinguine ganz doof. Ich habe auch schon wieder den Namen davon vergessen. Irgendwas mit Symphonie. Blablabla Symphonie. Für uns ist Schnee genussvoll im Guttanzen bis zum Tagesschluss. Sorgen sind doch Stoß, macht den Boogie große Pinguine, ist sein Muss. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht, das war super kacke, ihr Pinguine seid blöd. Verringert dein Lauftempo, ja super, super geil, ich mag mein Lauftempo sowieso nicht, das ist viel zu hoch gewesen. Und ja, ansonsten versuche ich einfach so weit wie möglich zu kommen, wie immer halt bei einem Roguelike. Hier haben wir auch gleich schon den Shop, das ist sehr gut. Und was ist sonst so? Morgen habe ich Geburtstag, dann kann ich auch endlich die Geburtstagsgeschenke auspacken. Also nicht nur die ich bekomme, sondern auch die ich schon auf Steam bekommen habe, die darf ich dann endlich annehmen, sagen wir es besser so. So, wir gehen natürlich in den Shop rein und geben unsere tollen Artefakte ab. Uns fehlt 0,1, fuck, für noch einen Teil. Jetzt kriegen wir leider nur, oh, das ist das Beste, Artefakt, das es in diesem Spiel gibt, meiner Meinung nach. Chance Max LP, statt LP zu erhöhen, wenn du das Herz aufsammelst. Das ist so krass. Da lohnt es sich sogar ab und zu Schaden zu bekommen, nur um dadurch ein Herz zu bekommen. Ich werde mir eine neue Waffe kaufen. Es ist eine Waffe, die unser Geld wegmacht. Das ist vollkommen in Ordnung. Und da haben wir auch gleich schon den Boss. Ja, diese Waffe habe ich schon mal erklärt. Die verschießt halt Geld. Aber dieser Geldschuss macht mega den Damage. Ja, seht ihr? Der kann sogar eine Kröte one-hitten, Leute. Wie krass ist das denn? Jetzt haben wir natürlich keine Münzen mehr. All unsere 6 Münzen leider verschossen. Aber ist in Ordnung soweit. Okay, das heißt aber auch, wir werden garantiert keine neue Waffe mehr in diesen One bekommen, weil ich immer mein ganzes Geld verschieße. Es sei denn, wir klauen uns eine. Das wäre natürlich möglich. So, du kannst 5 Sekunden lang nicht schießen, wenn du Schaden erlitten hast. Das ist mir doch egal. Wollen wir nochmal weitergehen? Ja, komm. Wir nehmen hier alles mit, was geht, bevor wir zum Boss gehen. Vielleicht kriegen wir noch irgendein ganz nettes Artefakt, das uns unser Leben... Guck mal, das ist tatsächlich eins. Das unser Leben ein bisschen erschwert beim Boss. Und vielleicht kriegen wir sogar noch eine Münze auch nett. Können wir zumindest den ersten Hit beim Boss nochmal mehr Schaden machen. Hallo, Newt, ich hab dich vermisst. Und heute wahrscheinlich zum letzten Mal sehe ich dich in diesem Spiel für längere Zeit. Guck mal, ich habe einen geilen Schuss, der richtig krass... Oh, okay, der erste hat wirklich mega Damage gemacht. Ich mag diese Waffe aber auch allgemein sehr gerne. Klar, sie hat halt den Negativpunkt, dass man durch sie kein Geld mehr hat. Und später ist Geld eigentlich ganz geil, weil es da richtig gute Waffen gibt später. Aber ist in Ordnung. Wenn es nochmal eine gute Waffe gibt, hier diesen lila Laser-Gedöns, ich weiß halt immer noch nicht, wie meine Lieblingswaffe heißt, dann werde ich sie mir einfach klauen, wenn der schwerere lila Laser-Gedönsels-Krözels ankommt. Und wir können uns eigentlich mal treffen lassen. Ach nein, ich bin so behindert! Ich habe vergessen, dass ich in einer Challenge drin bin. Mein Plan war es, Schaden zu bekommen und dann die Herzen da einzusammeln, weil dann hätten wir natürlich die Chance gehabt, unsere Max-LP zu erhöhen. Ich hätte mich aber einfach von seiner Zunge treffen lassen sollen oder aber von diesen Stacheln. Ich glaube, das ist auch nicht berührt werden, oder? Gut, wir sehen uns dann gleich nochmal beim Boss wieder. Normalerweise sterbe ich nicht, aber wenn ich es tue, dann auf die dümmste Art und Weise, die es überhaupt gibt. Hallo, Dude, da bin ich wieder. Leider ohne das Artefakt, das so super krass OP ist, aber ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich habe auch eine sehr schlechte Waffe, merke ich gerade. Ich habe sehr viel Geld irgendwie in der ersten Ebene gerade bekommen und habe mir dann mal eine Waffe geleistet. Eine Random-Waffe für 3 Münzen.
Obwohl ich hätte mir einfach alle kaufen können, Leute, aber habe ich einfach nicht gemacht, weil ich ein Dummkopf bin. Und jetzt habe ich ja jetzt so eine super schwache Wache. Und ich muss mir jetzt merken, dass ich nicht gegen diese Zitzen hier gegen düdeln darf. Naja, ich habe auf jeden Fall morgen Geburtstag, also am 23. Zum Glück einen Tag vor Weihnachten und nicht genau an Weihnachten. Und wenn ihr euch fragt, was ich Tolles an meinem Geburtstag mache, das wird ein sehr chilliger Geburtstag. Also ich habe weder Freunde eingeladen, dieses Jahr tatsächlich gar keine, sonst kamen zumindest so ein bis zwei immer mal. Also direkt am Geburtstag. Früher, als ich noch ganz, ganz jung war, da habe ich dann meinen Geburtstag halt irgendwie in Sommer verlegt. Dann hat man sich da irgendwann mal getroffen. Aber inzwischen bin ich alt und gebrechlich und deswegen lade ich mir nur noch so ein, zwei Freunde nach Hause ein und dann isst man halt schön. Aber morgen gar nicht, sondern nur mit der Familie im engsten Kreise und dann gehen wir Rotizio essen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, was Rotizio überhaupt ist. Als ich das dem Jay erzählt habe, der kannte das zum Beispiel nicht. Das ist einfach ein Restaurant, ein brasilianisches, soweit ich weiß. Und dieses Restaurant... na gut. Ist toll. Nein, da gibt es ganz viel Fleisch zu essen, also ist nichts für Vegetarier oder sonst was. Und da laufen die Kellner halt permanent rum, also man bestellt sich da eigentlich nichts, sondern man hat da so ein All-You-Can-Eat und dann laufen die Kellner da permanent rum mit ihren komischen Fleischtellern oder Fleischspießen besser gesagt und kommen dann an deinen Tisch ran und fragen, hallo hier, ich habe ein Fleischspieß von Schwein her. Wollen Sie das haben? Und dann kannst du dir das Fleisch so angucken und sagst, ja, bitte schneiden Sie mir zwei Schnitten ab, werter Herr. Und dann schneidet ihr dir zwei Stücken ab, der werte Herr. Und dann hast du das auf deinem Teller. Und dann kannst du es essen. Und die laufen halt mit allen möglichen Kram da rum. Also auch mit Gemüse und sowas. Und das ist ganz geil. Und mit richtig vielen Fleischsorten halt. Also das ist das Hauptding. Und dann kannst du dich damit Fleisch vollfressen. Und alles halt frisch vom Grill und frisch frisch vom Spieß. Also frisch abgeschnitten. Und nicht zurechtgemacht oder sowas. Dann sitzt sie da mit ihrem Riesenspieß, packen den auf deinen Riesenteller drauf und schneiden ein Riesenstück, nein, also je nachdem, wie du das haben willst, von dem Fleisch ab. Das ist immer sehr witzig und macht Fun und man kann sich da halt voll fressen, wie man lustig ist. Und das hatte ich Ewigkeiten nicht mehr gemacht, deswegen habe ich mir das für morgen gewünscht. Und ich muss es nicht mal selber zahlen, Leute, wie krass bin ich denn? Ich werde einfach eingeladen zu meinem Geburtstag zum Essen. Das ist schon ganz schön nett, oder? Ja, da freue ich mich. Und am Weihnachten gibt es dann nochmal was Tolles. Ich glaube, wir essen dann nochmal Raclette. Das wird ganz toll. Und irgendwann am ersten oder zweiten Weihnachtstag gibt es dann auch nochmal Grünkohl. Das weiß ich jetzt schon. Also die nächsten drei Tage werde ich einfach mit Fleisch überhäuft. Das Gute ist, ich kriege auch noch Ring Fit Adventure für die Switch. Das ist ja so ein, ja wie der Name schon sagt, ein Fitnessspiel. Freue ich mich auch drauf. Dann kann ich zumindest die... Oh Gott. Die Kalorien, die ich mir da angefressen habe mit dem ganzen Fleisch, zumindest versuchen wieder abzutrainieren. Ob das jetzt gelingt oder nicht, werde ich euch wissen lassen. Aber da freue ich mich drauf. Drei Tage richtig geiles Essen, Leute. Nom 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 nom. Das wird geil. So, was haben wir hier? Erhöht dein Lauftempo. Sehr gut. Ich glaube, das hier hatte ich noch nie. Klebeband. 20% Chance zu Beginn jedes Levels. Oh, Risiko. Doch, hatte ich doch schon mal. Und wir kaufen uns, glaube ich, eine zufällige Waffe. Obwohl die Waffe da eigentlich... Oh, was haben wir denn hier bekommen? Irgend so ein Taser. Geil. Okay. Doch nicht ganz ein Taser. Nicht so, wie ich dachte. Hä, aber das hat doch so ein Elektroding vorne. Oh, ich dachte, ich wäre jetzt ein cooles Pikachu. Aber nein. Ich bin nur irgend so ein komisches Viech, das komische Sachen verschießt. Was? Hä, aber verschießt schon Blitze, ne? Das ist eine sehr merkwürdige Waffe, Leute. Die verstehe ich auch nicht so ganz. Oh, nicht gegen diese komischen Dinger gegenknallen, sonst sterbe ich wie der Jay in seiner Einfolge. Und das wollen wir ja nicht. Denn sterben wie Jay ist nie gut. Hinterlassene Münzen explodieren. Das ist in Ordnung. Und wir gehen natürlich noch ein bisschen weiter, bevor wir zum Boss gehen. Denn ich hätte schon gerne noch einen Shop. Und da haben wir auch einen. Ich möchte nämlich doch noch mal eine andere Waffe haben als diese hier. Vor allem, wir müssen richtig krass unterwegs sein beim nächsten Boss. Denn wenn der uns natürlich einmal hittet, sind wir wieder tot. Und das wäre nicht so cool. Oh, die Waffe ist eigentlich... Nee, Plasmakanone will ich doch nicht. Dieser kleine violette Laser ist nämlich eigentlich ganz geil, den wir gerade haben. Plus 2 Max-HP, why not? Mehr Münzen, erhöht Ladegeschwindigkeit. Plus 2 Max-HP, aber du hältst einen Schaden. Oh nein! Und nochmal 10 Münzen. Wollen wir uns eine zufällige Waffe kaufen? Eigentlich mag ich meine Waffe. Nee, ich behalte meine Waffe. Diese violetten Laser, die sind richtig toll. Ich mag die. Gut, dann können wir ja eigentlich zum Boss gehen. Was war sonst noch so los in meinem Leben? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwann erzählt habe. Ich habe es auf jeden Fall Leuten erzählt, aber ich weiß nicht, ob ich es schon mal in einem Video erzählt habe. Aber hier, Beat Saber hat ein Update bekommen.
wo man jetzt, also mit zwei neuen Modi, man kann jetzt unter anderem 90-Grad-Modus spielen, aber auch den 360-Grad-Modus. Und bisher war das halt immer so bei Beat Saber, dass man immer nur in so einer geraden Linie war und dann waren die Noten halt mal ein bisschen mehr links und ein bisschen mehr rechts. Aber an sich musstest du halt eigentlich nur an einem Ort sein und dann immer nach vorne gucken und dann ging das schon. Aber jetzt gibt es halt diese neuen Modi. Und jetzt, oh Gott, jetzt muss man sich halt auch mal um sich selber drehen. Was ab und zu nervt, weil die HTC Vive hat halt dennoch irgendwie ein Kabel dran. Ist ja denn, man gibt irgendwie 5 Milliarden Euro aus, um sich da so eine komischen Extensions zu holen. Habe ich aber nicht gemacht, deswegen habe ich auch ein Kabel. Und wenn dann irgendwelche Trollmapper dabei sind, die dann verlangen, dass man sich dreimal um die eigene Achse dreht, dann kommt es schon mal vor, dass man sich eintüdelt und dann hinfällt. Nein, ist natürlich noch nicht vorgekommen. Aber ich kann mir zumindest gut vorstellen, dass es da solche Mapper gibt, die extra den 360-Grad-Modus dann anbieten und man sich dann halt ein paar Mal umdrehen muss. Einfach nur, um zu trollen. Es gibt sowieso richtig viele Troll-Maps irgendwie bei Beat Saber, aber ich glaube, das gibt es bei jedem Rhythmusspiel, wo halt die Community was machen kann. Oder ich sag mal allgemein, wo es eine Community gibt, die selber was machen darf. Da gibt es immer auch Troll-Level. Oh Gott, okay, vor dem Boss habe ich jetzt richtig Angst, weil wenn der uns einmal hittet in seiner komischen Hin- und Her-Schussphase, dann sind wir halt tot. Okay, Concentration. Okay, erstmal schießt er natürlich nur, das ist ja alles easy. Okay, er ist trotzdem assig. So, und jetzt muss ich aber aufpassen, dass er uns nicht hittet, sonst bin ich instant tot. Jetzt bin ich aber auch mit jedem Hit tot. Das ist nicht so geil, immerhin machen wir viel Schaden. Aber nächster Hit ist weg, nächster Hit sind wir weg. Nächster Hit bin ich tot, das ist nicht so schön. Bitte sei ein braver Knochi und töte mich nicht. Bitte sei ein braver Knochi und töte mich nicht. Okay, nur noch diese Phase. Dann sollten wir ihn an sich getötet haben tun. Okay, so, wir gehen auf Nummer sicher und aktivieren noch unsere Fähigkeit. Okay, gut. Puh, okay, vor dem hatte ich wirklich am meisten Angst. Heftiger Kacki-Macki. Hinterlassene Herzen explodieren, wenn sie verschwinden. Ist in Ordnung. Chance auf weniger Gegner in gesperrten Levels. Ist auch in Ordnung. Wollen wir das rote Gebiet trotzdem ausprobieren, obwohl da so assige Gegner sind? Ach komm. YOLO, probieren wir es einfach mal aus. Und ihr meintet, ich glaube, dieser Stein ist auch ein Gegner, nicht wahr? Ihr meintet auf jeden Fall, hier gibt es diese giftigen Gase in diesem roten Gebiet. Oh mein Gott, ich mag das jetzt schon nicht. Wenn hier irgendwas gleich komisch ist, dann werde ich sofort meine Fähigkeit einsetzen, damit das schon mal klar ist. Okay, die explodieren nicht. Die Herzen sind explodiert, ne? Okay. Ich habe noch ein Leben. Die hasse ich. Ich hasse diese Viecher. Warum schießen die so krass? Und der Stein ist doch kein Gegner? Okay, ich dachte, der Stein wäre ein Gegner. So, und ich kann mir vorstellen, dass diese Viecher da... Ah, seht ihr mal. Das ist dieser giftige Smoggy-Woggy. Und dagegen ist dieser Enigma? Oder das Ei? Das Ei. Das Ei ist dagegen gerüstet. Okay, mal gucken. Vielleicht können wir hier alles töten. Oh Gott, was kommt? Da ist irgendwas Komisches gerade passiert. Was macht... Alles schießt hier aber so komisch. Und dieser Stein da oben, wieso bewegt er sich? Ich finde das nicht gut, dass der Stein sich bewegt, Leute. So viele neue Gegner hier. Ich werde sowieso sterben in dieser Ebene. Okay, es gibt hier einen Steingegner, den man nur angreifen kann, wenn er sich bewegt. Das ist ganz toll. Und anscheinend kann das Ding da einen Elektroschock... Okay, nee. Das Teil da unten macht einen Elektroschock. Was? Wieso sind hier denn so komische Gegner? Ich mag das nicht. Mann, und mit jedem nächsten Hit bin ich locker tot. Ich mag diese Ebene nicht. Woher weiß ich, ob der mich jetzt angreift oder nicht? Okay, ja, man sieht's. Ich hab Angst vor dir. Bitte stirb einfach. Ich habe morgen Geburtstag. Du musst nett zu mir sein. Ist das nicht so? Man muss doch einen Monat oder in dem Monat, wo das Geburtstagskind Geburtstag hat, da muss man nett zu dem sein, nicht wahr? Ich bin gerade überrascht, dass ich 2 Level überlebt habe in diesem roten Gebiet. Oh nein, wieso schickst du mich in einen Geheimraum? Oh mein Gott. Wo Gegner drin sind. Oh, ich hab so Angst. Kann der hier rüberkommen? Dieses Sprungviech? Bitte lasst mich alle in Ruhe. 1, 2, 3. Okay, alle guten Dinge sind 3. Er kann anscheinend nicht darüber. Jetzt wundert mich aber, stirbt der auch an dieser Giftwolke? Komm mal her. Nein, noch näher. Na komm, ich lass dich hier rein, damit du in die Giftwolke rein... Nein, okay, er kriegt keinen Schaden dadurch. Schon so ein bisschen unfair, oder? Du kleines, blaues Dingelsbümchen. Okay, und die werden alle ganz doll schießen. Wir machen erstmal dieses Giftding weg, weil ich kenne mich. Sonst laufe ich da gleich rein. Ganz schöne anstrengende... Oh Mann, ganz schön anstrengender Raum dafür, dass es ein Schlüsselraum ist. Bitte. Und die schießen so schnell. Sie sagen gar nicht, ja, ich schieße ja gleich. Bitte, bitte achte und erschrecke dich nicht, wenn ich gleich schieße. Nein, die schießen einfach instant. Und deswegen sind die so assig. Okay, aber so langsam verstehe ich zumindest, was es hier für Gegner gibt.
Meine Güte. Bitte ein paar Leben. Ne, haben wir ganz viel Geld. Immerhin. Was bist du? 50% LP bei allen Gegnern und... Ja, nee, auf jeden Fall nicht. Das Ding können wir mal mitnehmen. Dann sind wir auf jeden Fall auf dem 4er. Artefakt-Score. Vielleicht kommen wir noch auf die 10. Da oben sind Viecher, die eine Waffe haben. Das gefällt mir gar nicht. Oh Gott, ich hasse diese roten Viecher jetzt. Ohne Witz. Was? Okay. Ich habe noch Leben. Ich lebe noch. Ich lebe immer noch. Ich weiß nicht, was hier gerade abgeht. Und habe sehr dolle Angst. Aber ich lebe noch. Ich nehme dieses her. Er hat mich berührt. Aber Hunter. Oh, wir haben alle Gegner besiegt. Die es gibt, Leute. Dieses Hunter hier. Ich kann es euch zeigen. Kill each enemy at least once. Haben wir geschafft. Das heißt, es hat sich mal gelohnt, ins rote Gebiet zu kommen. Da haben wir zumindest mal alle Gegner gesehen. Ihr habt eine Challenge gesehen. Ich hoffe, ihr wart glücklich darüber. Ist wieder eine sehr kurze Folge. Morgen kommt was Spezielleres, was lange Zeit nicht mehr kam auf meinen Kanal, weil Geburtstag und so. Und es kam auch ein Update bei einem anderen Spiel. Ich werde aber nicht sagen, was es ist. Ja, Challenges. Ich werde, glaube ich, Blazing Beaks jetzt für die nächste Zeit erstmal liegen lassen. Die Challenges sind halt alle super assig. Das war noch die beste Challenge, fand ich. Die anderen, ja, keine Ahnung. Vielleicht, ganz vielleicht, könnte man nochmal Gänsehaut machen. Aber drei dieser Geister, die werden mich hundertprozentig irgendwann kriegen. Die da rumdüdeln. Aber gut, dann war es wieder eine kurze Folge. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit der Folge. Und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.